Entschuldigung, ich muss sie mal ein bisschen waschen hier. So. WLAN-Wasser. Wisch das Blut im Pool auf. Ja, das wollte ich auch schon ausprobieren. Müssen wir gleich mal machen, ob das geht. Es gibt nicht eigentlich schon WLAN-Strom. Könnte man sich die ganzen lästigen Kabel sparen am PC? Ja. Das wäre praktisch. Ist nur blöd, wenn dann das WLAN ausfällt oder das Internet. Nee, das geht leider nicht. Und das Ding wird auch nicht dreckig. Wenn wir das im Wasser halten. Das ist auch interessant. Oh. Naja. Ist ein bisschen brutal heute unterwegs. So, bloß nicht das Ding umstoßen. Wie er da schild mit seinem Kopf sich bewegt. Der lebt doch noch. Der chillt nur. Oh ja, Mann. M5. M5. Ist das auch dreckig hier? So, M5. Warte mal, dann nehme ich das Ding hier direkt mit. Ach ja, stimmt. Ach, ich muss das ja anders aufnehmen. Hab's noch nicht ganz drauf mit der Steuerung hier. So, Männer 5. 3, 4, 5. Aha. Koffer. Mario. Mateo's Pizza. I'll order one with pineapple for me and Dexter. Ja. Wer mag Ananas auf der Pizza? Ich mag weder Ananas noch Pizza. Ich glaube, das ist noch eine wie sagt man? Ach, mir fällt das Wort nicht ein. Ich glaube, noch schlimmer als Ananas auf Pizza, oder? Mario Moretti, General Manager. Mhm. Nehmen wir mit. Menge Geld, Menge Drogen. Mit dem können wir nichts anfangen. Okay, cool. So. Achso, das ist ein Schatten. Ich dachte gerade so, hä? So, ich glaube, ich nehme dich mal mit. Schnitt durch die Kehle, aber warum ist denn dann die ganze Wand bis oben hin voller Blut? Was hat der Mann gemacht? Hm. So können wir hier auch wieder Leichenweitwurf machen. Ah, fast. Ah, hat gezählt. Perfekt. So, cool, dass es hier weitergeht. Erstmal also ein paar Tatorte sauber machen, ja. Wir machen mal hier einen etwas anderen Job. I've seen people slicing pizza with this. Hm. Also hat der Pizzamann Mario die hier umgebracht oder hat er den Pizzaschneider von Mario? Man weiß es nicht. Und Olivenöl gibt es ja auch schon wieder. Fantastisch. Oder? Eimer. Ich bin heute ein bisschen clumsy hier. So, Fußabdruck immer wieder wegmachen. Schon wieder irgendwo reingelatscht. Ah, wo kommt das ganze Blut her? Ach nö. Mann, ich gehe rückwärts und ramm das Ding um. Oh, das kannst du auch nicht sein, ey. So. Klamotten alleine wiegen schon 35 Kilo. Plus 25 Kilo Pressluftflasche. Alter. Ich glaube, du musst sehr, sehr starke Arme haben. Bin ja ein bisschen neidisch. Aber Alter, was hat bei dem Wetter? Höchsten Respekt, ey. Da schwitzt man ja wirklich schon beim Lesen. Ich glaube, das Wasser kannst du ablassen. Das ist auf jeden Fall gerade ein bisschen was an Prozent hochgegangen. Senden? Wie meinst du mit ablassen?
Das Wasser hier können wir bestimmt noch ablassen. Falls du das meintest. Aber da gibt es bestimmt irgendwo... Da ist ja noch eine Tür. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Knopf oder so. Aber wir machen erstmal das hier. Dann haben wir wenigstens einen Raum mal irgendwie fertig. So. Vor allem ein Schnitt durch die Kehle. Hier liegt irgendwie sein ganzer Körperinhalt auf diesem runden Ding. Und da oben. Ganz interessante Physik hier. So. Habe ich für den Raum 22%? Zählt das extra? Ne, das ist generell 22%. Okay. Mann, ich wünsche, ich hätte meinen zweiten Mob schon. Das ist doch doof. Mann, wir verbrauchen so viele Müllsäcke. So. So, alles voll. Wie soll ich die denn sauber machen? Mit dem Schwamm? Ja, damit geht's besser. Die macht sich bestimmt auch mit einem Hochdruckreiniger besser. So, bist du sauber, Lampe? Du warst noch nicht so, hast noch nicht so aufgeleuchtet. Vase, habe ich das gerade als Lampe betitelt. Sieht aber gut aus. Kreist die wahrscheinlich eh gleich wieder um. So. Hochdruckreiniger, der steht noch hier drüben. Braucht der noch Wasser? Nee, geht noch. So, unser WLAN-Wasser. Jetzt ist alle. Gut, dann komm mit. So, weiter geht's. Das ist schon ein bisschen satisfying. Just think of the money. Ja, das ist eine Menge Geld. Vor allem, was wir alles noch so klauen können. Oh Gott, da oben kann man gar nicht richtig ran. So, da ist noch ein bisschen was. Schon wieder leer. Okay, das kriegen wir auch noch mit dem hier hin. Sieht aber gar kein Blut mehr. Hier noch ein bisschen. Okay. Das Ding müssten wir echt mal verbessern. Haben wir noch Punkte? Nee, ne? Nee, leider nicht. So. Sind wir hier durch? Gucken. Sieht soweit gut aus. Ah, hier noch. So. Ich wünschte, das wäre so ein bisschen Raum für Raum. Die Prozentanzeige.
So, da drüben können wir auch noch rein. Das müssen wir noch machen. Sagt er eigentlich, was, wenn ich selber da in das Blutbad reingehe? Oh ne, er lässt mich gar nicht. Ha. Okay. Er will nicht. Gut. Verständlich. Ich muss auch noch ein bisschen was Time for a bag swap. Ah, stimmt. Das war knapp. Ich hab's schon vor meinem inneren Auge wieder gesehen, wie der wieder umfällt. Ist auch alles sehr fragil hier. Oh. Hallo, Sir. Oh. Das ist eine Mordwaffe. Das hatten wir ja schon gesehen. Someone was feeling stabby today. Hm. Schön. Ein Eispickel. War aber auch sehr kreativ mit seinen Mordwaffen. Pizzaschneider, Eispickel. Was kommt noch? Ich meine, es sollen 5 Leichen sein. Wir haben erst die 2. gesehen hier. Oh. Das war auch schnell wieder dreckig. Ich glaube, gleich müssen wir den auch etwas sauber machen. So. War die Pflanze schon sauber? Riecht sauber aus. Wo kommt denn die hin? Ah, okay. Müssen wir erstmal die anderen Dinger aufstellen. Wie schafft man es mit einem Eispickel so viel Blut hier zu veranstalten? So viel Dreck. Oh. Ich brauche Urlaub. Mann. Muss ich ihn irgendwo gegen die Wand stellen oder so. Hier. Bleib da bitte stehen. So, wo waren wir? Ah ja, hier. So, die Leiche ist mir irgendwie ein bisschen im Weg. Komm mal mit. Huge guy. Probably a bodyguard. So, schwimmen wir noch eine Runde. Swiss cheesed with a sharp object. So. Warte mal, stimmt, den Müll wollte ich hier eigentlich auch noch aufräumen. So, das Ding müssen wir noch sauber machen. Ach, da sitzt auch noch einer drin. Perfekt. Ich hoffe, ich habe meinen Eimer jetzt nicht verpackt. So. Gut. Das hier ist noch Müll. Ich brauche mal das andere Ding da hinten, damit wir das schon aufstellen können. Ah, ich komme da nicht rum. Wir müssen erst etwas ablassen. Echt schlecht dran. Lassen wir das erstmal so. So, die Tür. Remember not to stay in the
Oh. Ja, da ein bisschen rumgeschossen in der Sauna. Oh, muss ich die kleinen Dinger jetzt auch noch aufsammeln. Hört auf, wegzukullern. Was hat er denn mit denen gemacht? Alter, das muss auch so räudig hier drin stinken, ey, nach Blut und diesen Saunagerüchen. So, nimm das mal mit M14. Okay, Quick Blut nicht alles voll hier. M14. Ah. 12, 13, 14. Ah, Basketballspieler. It's not like they need it anymore. Warum hat er denn drei Ringe dabei? Soda. Ein Ball. Okay. Fehlt irgendwie noch der Knopf. Für den Pool. Kann euch ja schon mal mitnehmen und in den Pool werfen. The letters on his tattoo could stand for Norman Bates or Nomad Block, the notorious street gang. Either way, he shouldn't have gotten in Jim's way. Mein Gott, wie ihm fällt das Handtuch nicht gleich runter. So, hier, bat mal eine Runde mit dem Kollegen. Und du auch, du bist mir sonst nur, Entschuldigung, nur im Weg. Shot dead at close range. This must be Mike. The owner of this place. Oh. Former owner of this place. I knew he always wanted to get at me. But he crossed the line by getting in contact with the other gangs. And nobody ever crosses Big Jim. Hey, at least it's more work for me. That's the spirit. Gut, hätte ich auch drauf verzichten können. Zu viele Leichen. Gibt gut Geld. Na, den können wir gleich wieder wegbringen. Okay. Weg mit die. Kann ich das auch einfach hier rein? Obwohl, am Ende kriegt das Ding nicht mehr raus, weil kommen wir gerade nicht in den Pool rein. Okay, nix verbacken. So. Hey, wir sind schon bei der Hälfte. So, ich würde das Ding gerne nochmal ausprobieren. Wo stand denn das hier? Komm mal mit. Dafür ist das gut hier. Jetzt ist das echt wieder wie Power Wash Simulator. Nice. Oh, das geht schön schnell. Herrlich. Ah, okay, wieder leer. Das müssen wir dann echt direkt als nächstes verbessern, dass das Ding ein bisschen mehr Wasser hat. Oder auch am besten zwei von denen. Schön. Oh Gott. Okay, das ist noch zu weit weg. Na,
sauber. Ich glaube, dort müssen wir auch nochmal verbessern, dass wir da ein bisschen länger diese Sicht haben. Mit diesen Mustern ist das ganz praktisch. So. Die Wand ist sauber. Da war ein Moment. So, jetzt. Ja, die fehlt noch. Der heutige Saunaaufguss ist diesmal mit Eisen. Mit Eisengeruch. Ding ist bestimmt gleich wieder leer. Ja. Oh Mann. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was. Oh, das Ding ist schon wieder dreckig. Klassischer Abendbrotteller. Also Toast mit Nutella oder Brot mit Nutella. Hast du schon mal die Düse gewechselt? War in den letzten Minuten in der Küche und hab's vielleicht nie mitbekommen. Haben wir schon andere Düsen? Muss ich mal gleich gucken. Wenn wir da eine Breite hätten, wäre das auch ganz cool. Ob wir die erst freischalten müssen. Damit mit dem Mob geht es eigentlich auch ganz gut. Aber da oben kommen wir nicht so gut dran. So. Benutzen. Ah, RB. Okay, gucken. Wir haben ja kein Wasser gerade. Moment. Brot ja, aber Nutella nicht. Dann wahrscheinlich Salami oder so. Müsste erst was anderes verbrauchen. Oh, ich müsste apropos verbrauchen. Ich habe so viele Gläser Marmelade noch im Kühlschrank. Also selbstgemachte von meiner Mom. Da dachte ich mir gestern auch so, als ich die wieder sah. Sollte ich mal essen und verbrauchen. Die stehen also schon so lange drin. Hält sich ja meistens auch ganz lange, aber... Hat das viel zu viel Marmelade für einen Menschen. Dann hat sie mir noch selbstgemachten Apfelmus mitgegeben. Dann habe ich im Kühlschrank dann gesehen, dass ich da eigentlich auch noch so zwei so Gläser habe. Unangefasst. Sollte ich auch mal wieder... Oh. Essen. Und bleib stehen. So, benutzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, jetzt geht das so horizontal. Nicht seitwärts. So, warte, wie war das? Gut, dass das Ding hier umkippen kann oder auskippen kann. X. Bleib stehen. X, RB. So. Ist das sauber? Noch nicht ganz. Das sieht man richtig schlecht hier.
Oh, wenn mir dann am Ende ein so ein Fitzelchen, ein so ein Prozent fehlt, dann raste ich aus. So. Glaube. Sieht soweit gut aus. Den schon mal mit raus. Tür zu, die Tür ist auch sauber. Ich muss mal warten, bis ich das wieder machen kann. Ja doch, sieht sauber aus, ne? 72%, wir werden es nachher erfahren. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich das Blut absauge. Ich war nicht so ein Knopf, ne? Gut, in der Toilette wäre eigentlich auch seltsam. Da waren wir auch noch nicht drin, vielleicht auch da. Ah ja, gehen wir erstmal, warte, ich hole meine Sachen erstmal. Also die Salami hält sich noch wacker. Aber die Mortadella war schon etwas länger offen, aber noch gut. Naja. Ach. Mann, war dasselbe hier. So. Komm mit. Die können wir eigentlich auch wieder auffüllen. Oh Gott, ich sehe das Blut da drin schon. So, Nummer 1. Dazu schön Gurke und Tomate als Snack, passend bei der Wärme. Oh ja, Gurke hätte ich jetzt auch gerne. Gerade auch im Kühlschrank liegen. Die wir vielleicht nachher auch wieder machen. So frisch auch schon aus dem Kühlschrank ist das richtig nice. Also als Erfrischung. Vielleicht noch ein Sahnepudding. Ich weiß noch nicht, ob so gut Tomate und Gurke passt. Naja, wenn du es nicht zusammen isst, geht's. Oh, hier war so ein Schalter. What? Acht. Achso. Eins. Kurz, so schnell bin ich doch gar nicht. Oh Gott. Fünf. Drei, neun. Okay. Das geht vielleicht easy, mit der Maus besser. Easy. Ah. Sieh an. Ein Pizzastück. So ein Floaty. Ah, noch mehr Bälle. Zeugs. Okay. Bücher. Noch so ein Eispickel. Ah, hier können wir es aufmachen. Ist das gut? Geht das Wasser jetzt weg? Ah ja, perfekt. Macht das hier? Ah, das macht wieder Wasser rein, wa? Ja gut. Das müssen wir dann am Ende wahrscheinlich machen. Okay. Dann erstmal wieder absaugen. Darf ich das? Sehr gut. Oh, Geld. Hey, unser erster Tape. Gib dich dem Wind hin und lass deinen Geist im launischen Chaos der Himmel schweifen. Mhm. Können wir eigentlich Musik hören? Hier ist es so ruhig. Warte, hier war es, glaube ich. Mhm. Schubert-Sonata. Also bei dem Tatort davor hattest du auch zwei kleine Mini-Flecken übersehen, aber das hat nicht mitgezählt. Echt? Aber da stand 100%. Also wenn das Spiel sagt 100%, dann ist da kein Blutfleck mehr. Das war Deko. So, können wir hier noch ran? Nein. Oh, ich glaube, ich muss meinen Ventilator auch gleich wieder machen. I forgot about things. Ja, okay, das habe ich schon selber rausgefunden. Da ist schon wieder der Jesus-Typ von unserer ersten Wohnung. Okay. VIP. No one likes to clean. Hat der Jesus-Typ hier vorher gearbeitet? Der hatte auch so Dinger, so Krakeldinger überall stehen. Price is Sun.
No one likes to clean. No one likes to clean. Don't forget to water plants and yourself. Alter, der hat wirklich mal hier gearbeitet. Interessant. Hm. Okay, vielleicht brauchen wir da noch eine Karte oder so. Okay, sehe ich zufällig. Ach hier, hacken. Ich muss die Steuerungspaneele hacken, um bestimmte Türen zu öffnen. Ein Klick darauf startet ein Hacking-Minispiel. Auf deinem Bildschirm erscheint eine Reihe von Ziffern. Die Zahl unten ist ein Schlüssel, dem du folgen musst. Ja, da mache ich vielleicht das nächste Mal mit der Maus und wieder schneller. Gut. Was hier passiert? Und die hier. Ist die irgendwo hin? Oh, hier ist noch ein Fußabdruck. Ja, so viel dazu. Muss ich wenigstens nicht gucken, wo sie hin muss. Can't pick up anything with a full bag. Aufzug ist gleich voll mit Bags.